eigentlich von der schwarzen Kreuzbande hören? Die schwarze Kreuzbande, das ist der ganz große, starke. Wie hieß der? Der Lukas, der ist ganz groß. Und dann gab es noch den Tom. War der auch so groß und stark? Der war so klein, da hat man immer gedacht, der ist noch ein Krippenkind. Und dann war noch jemand drittes da. Die Lisa. Alles, was sie sich wünscht. Ja. Fast alles. Was hat sie denn nicht? Warum ist denn die Lisa manchmal ganz schön traurig? Die Eltern, weil sie immer arbeiten müssen. Die Eltern sind ganz oft nicht da. Ne? Und da hat die Lisa zwar alles, was man sich wünscht an Spielzeug, aber oft sind die Eltern nicht da. Und deshalb ist sie ganz glücklich, wenn Lukas und Tom und die Lisa was entdecken. Und heute sitzen die im Kindergarten. Der Lukas mag Morgenkreis, nee, da muss man so lange stillen, sonst wird er viel lieber in den Garten gehen. Und außerdem wird da immer so viel gefragt und manchmal fällt dem Lukas nicht so gleich die Antwort ein. Heute fragt die Erzieherin, wer kann mir sagen, was morgen für ein Tag ist? Oh, wisst ihr, wer sich da meldet? Nicht der Tom, der immer alles weiß. Der Lukas. Oh, Lukas, du weißt, was morgen für ein Tag ist? Ja, ich weiß es, morgen ist Spielzeugtag. Und da ist Freitag. Ja, hast du recht, sagt die Erzieherin, stimmt, aber... Nö, sagt der Lukas, nee, aber... Ich habe mir ganz fest gemerkt, wenn Spielzeugtag ist, ist Freitag. Und morgen ist Spielzeugtag und Freitag. Da freue ich mich schon ganz lange drauf. Ja, sagt die Erzieherin, aber morgen gerade mal nicht. Wieso denn morgen nicht, sagt der Lukas. Ich warte schon so lange auf den Spielzeugtag. War jetzt so lange keiner. Nee, sagt sie, morgen wollen wir doch auf den Bauernhof. Und alle anderen Kinder, juhu, wir fahren auf den Bauernhof. Aber der Lukas, oh nö, nee, Bauernhof. Warum? Nee, sagt der Tom, das ist doch spannend. Oh, sagt der Lukas, habe ich jeden Tag. Ich wohne auf dem Bauernhof. Da gibt's nur Arbeit. Und Schweine, die stinken. Und Kühe, die wohnen. Muss man immer was arbeiten. Ich will Spielzeug und Hühner gibt's auch. Ich will Spielzeugtag haben. Das habe ich nicht so viel zu Hause. Der freut sich nämlich immer drauf, weil viele Kinder was mitbringen. Und der Lukas, der hat ja, weil er so viele Geschwister hat, nicht so viel Spielzeug. Und da kann der immer mit dem anderen Spielzeug spielen. Nö, sagt die Erzieherin. Lukas, dir macht das bestimmt Spaß. Wir kommen zu euch auf dem Bauernhof. Auch das noch. Na klar, sagt die Erzieherin, und das wird cool, da kannst du uns alles zeigen. Oh, der Lukas setzt sich in eine Ecke und tickscht. Der ist wütend. Ein Vorteil hat's, sagt der Lukas. Da muss ich morgen früh nie zeitig aufstehen, weil dann kann ich ja im Bett bleiben. Die Kinder derweil, die singen noch ein Bauernhoflied. Kennt ihr auch ein Bauernhoflied? Ja, mit den Kühen. Erstmal, dass wir gehen heute auf den Bauernhof. Die wollen ja den nächsten Tag gehen. Wir gehen heute auf den Bauernhof zum Bauernschmidt, da ist was los. Wir gehen heute auf den Bauernhof, kommt doch einfach mit. Und dann treffen die sich den nächsten Tag, außer Lukas, der ist zu Hause. Und soll ich euch verraten, wo der ist? Sich die Bettdecke über den Kopf gezogen und hat Wut, weil kein Spielzeugtag ist. Das ist doof. Der will gar nicht mit. Ich brauche nicht auf dem Bauernhof, sagt der Lukas. Können die sich alle angucken? Ich kenne das alles. Aber die anderen Kinder, Tom und Lisa, die freuen sich. Die singen den ganzen Weg.
Wir gehen heute auf den Bauernhof zum Bauernschmied, da ist was los. Wir gehen heute auf den Bauernhof, kommt doch einfach mit. Und als die alle auf dem Bauernhof angekommen sind, kommt Lukas Mutti nochmal zum Lukas und sagt, hey Lukas, willst du nicht doch mitgehen? Die sind schon alle da. Nö, interessiert mich nicht. Aber vielleicht, wenn ihr gucken geht zu den Kühen, da wird gezeigt, wie die gemolken wird. Habe ich schon mal gesehen. Geht die Mutti wieder. Tom und Lisa sind natürlich begeistert. Die großen Kühe mit dem Euter. Und da ist wirklich, da wird wirklich gemolken. Genau, und dann dürfen die noch zu den Schafen gehen. Das ist ganz spannend und die Kinder machen alle so große Augen. Außer. Genau. Und wisst ihr was, die sich noch anschauen? Die schauen sich noch Tiere an mit ganz viel Fell. Die Kühe machen. Und die Stiere. Wer macht denn Mö? Und da kriegen die auch Schafwolle gezeigt. Nur der Lukas liegt immer noch im Bett. Lisa und Tom ärgern sich und wollen auch noch hingehen. Aber der Lukas will nicht aufstehen, der hat keine Lust. Gehen sie wieder zurück. Soll er doch im Bett bleiben, wenn es ihm dort besser gefällt. Und dann passiert noch was ganz Spannendes. Hören die ein Geräusch? Was ist das für ein Tier? Ein Traktor kommt um die Ecke gefahren. Und der steht mitten auf dem Hof. Ein richtiger großer Traktor mit so einem großen Lenkrad. Und da dürfen die alle hochklettern und mal auf dem großen Sitz sitzen mit dem großen Lenkrad. Und wisst ihr, was dann ist? Dann holen die ihre Rucksäcke und dann dürfen die sich auf den Anhänger setzen. Da sind Bänke drauf und dann fahren die los. Wohin? Und dann liegt der Lukas in seinem Bett und da hört er, da hört er, wie der Traktor losfährt. Und wenn ihn Kühe und alles nicht interessieren, aber ein Traktor, der